Willkommen zurück zu Runs Human und unserer kleinen Miesekatze. So, was voll cooles passiert. Wir haben schon Sachen verkauft. Hätte ich es nicht gedacht. Die 100.000, die ich jetzt ausgegeben habe für die Säure, haben wir jetzt wieder drin. Ist voll geil. Wir gehen jetzt mal ganz kurz gucken. Ich habe auch mal in die Mods reingeguckt, was die so können. Ja, die hier ist ganz interessant. Abpraller, Schwachstellen, Priorität. Wenn ihr auf sowas spielt, ist die ganz, liest sich die ganz geil. Und ich hatte hier irgendwo nochmal eine. Hier war es, ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwo war sie. Aber ihr seht ja, ne? Also wir brauchen die hier eher. Aber das ist halt Tötung, mehr LP und so, ne? Ich weiß halt nicht. So, Rüstungsmod haben wir, glaube ich, die hier bekommen. Ist auch sehr interessant, ne? Kann keine Schwachstellen verursachen. Crit-Rate plus 8% und mehr Crit halt. Ne? Und dann Nachladetempo und. Auch sehr interessantes Ding. Ja. Aber sag ja, da fehlen sehr viele und gute Mods. Auf den Waffen, Rüstungen und. Jetzt bin ich erstmal froh, wenn wir die Rüstung halbwegs zusammenkriegen. Und dann gucken wir mal weiter. So, jetzt gehen wir mal kurz darüber. Zum Verkaufsautomaten. Da bin ich mal gespannt. Ja, auch nicht schlecht. Cooler Anzeigefehler. Weil das hier ist nämlich unsere. Das ist ja mal cool. Cooler Anzeigefehler. Naja, auf jeden Fall haben wir das abgeschlossen. Das heißt, wir kriegen die nächsten 40 Punkte. Ja. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch 20 und das kriegen wir auch noch hin. Das ist völlig in Ordnung. Das kriegen wir irgendwie noch hin. Wir müssen halt nur mal gucken, was wir da noch machen. Wie wir das hinkriegen. Ja, finde ich gut, dass die über die Hälfte der Dinge hier nicht angezeigt werden. Finde ich stark. Ne? So, ihr kennt das Spielchen. Kurze Unterbrechung, weil Thumbnail. Ihr kennt das Spielchen. Ja, das ist jetzt blöd, dass das da vorne nicht mehr angezeigt wird, ne? Naja, egal. Wir machen munter weiter. Wo? Da. Burn, Baby. So. Okay, weil wir hier noch unterwegs sein müssen, esse ich mal das Zeug. Und dann gucken wir mal, weil wir müssen ja hier vorne hin. Und dann nehmen wir mal unseren kleinen Dude hier mit. Naja, das war jetzt gut gemacht von mir. Ja, nenne ich mal gut gebrannt. So. Okay. Geh weg. Hier ist ganz schön hell. Ekelhaft. Einmal nachladen bitte. Und dann müssen wir mal was trinken. So, man hat's gemacht. Wir nehmen nochmal einen Aktivator. So. Damit wir das Zeug zusammenkriegen, damit wir mal den LKW und so bauen können, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Und damit wir mal die Benzinproduktion anhauen können. Das passt schon. Jetzt habe ich gedacht, das ist kein Spielerhaus, aber da vorne, das ist ein Spielerhaus. Lassen aber auch nichts fallen, ne? Hm. Auch schön gebaut. Irgendwie. Muss man schon sagen. So, das ist ganz schön hell hier. Ein bisschen ekelhaft. Dreckiges Wasser. Naja. Gut.
Der Dude hat richtig Bock. Dem müssen doch die Augen wegbrennen, oder? So ein bisschen. So. Wunderbar, haben wir die nächste Quest. Wo müssen wir hin? Da runter. Okay. Aber die haben wir ja immer noch offen hier. Okay. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Warum haben wir die immer noch offen? Müssen wir gleich mal schauen. Das heißt halt offen halt, aber ich habe keine Ahnung, was wir da machen müssen. So. Wir müssen gleich eh wieder in die Stadt gehen, weil jetzt habe ich schon das Fleisch da gegessen. Dann sollten wir das auch benutzen. Und das musst du hier vorne. Perfekt, sieht gut aus. Ich weiß gar nicht, das müsste doch normalerweise immer so ein kleines Rätsel sein, oder? Normalerweise. Was hat denn der da reingeschrieben? Okay. Was hat er hier hingeschrieben? You're an amazing mate. Dankeschön. Ah, da oben. Oder? Okay. Müssen wir jetzt hier irgendwas machen? Ja, welcome to Scam Time. Have a nice day. Auch nicht schlecht. Das ist da oben drauf. Hä? Hier sind noch gar keine Ventilatoren. Okay. Naja, egal. Wir gehen wieder zurück. Mal gucken, was so geht. Ja, dann müssen wir halt da ein bisschen aufräumen, ein bisschen machen halt, ne? Ihr wisst ja, das ganze Spielchen, aber da können wir ein bisschen eben das Zeug farmen. Wenn wir das Zeug schon mal anhaben, dann nehmen wir da ein bisschen mit. Sparen wir ein bisschen Geld. Ist es jetzt... Ah ja, endlich, es wurde neu geladen. Perfekt. Dann können wir jetzt mal ganz kurz gucken. Am Verkaufsautomaten, was wir da verkauft haben. Das hier war es nicht. Es waren 5 Teile... Nee, waren es auch nicht. Ah, das waren wahrscheinlich die Teile hier. Die hier. Weil die so relativ günstig waren. Ich glaube, hier sowas habe ich mitgenommen. Ja, ist okay. Passt. Ich meckere nicht. Mir Hauptsache, wir haben das Ding da abgeschlossen. Ob wir da jetzt nochmal ein bisschen mehr verkaufen oder nicht, das ist mir dann relativ Wumpe. Hauptsache, wir haben das abgeschlossen. Klar kann man da jetzt noch ein bisschen mehr Geld draus rausziehen und, ne? Aber jetzt haben wir das mal erstmal erledigt. So, und das ist jetzt... Hey, hier ist doch keine Quest mehr offen. Hey, das Spiel verarscht uns. Okay. Weh, hier ist keine Quest offen und ich sehe es jetzt nicht. Naja. Moped. Moped oder weiterfahren? Ne, wir gehen jetzt, glaube ich, eh da runter. Dann müsste das passen. Wir sind ja relativ fix unterwegs mit der Karre. Na, gucken wir mal. 9 Kilometer. Ach, diese Lenkung, ne? Diese Lenkung ist utopisch. Bam, 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 bam. So. Sö mit Ö. Ich bin mal gespannt, ob ich das noch schaffe, die Hauptquest und so zu erledigen. Wäre schon interessant. Und hier müssen wir hin. Perfekt. Können wir hier noch ein bisschen farmen. Hier
könnte ruhig ein bisschen was übrig lassen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, also wenn das so weitergeht, werde ich wieder die lilane AK ausrichten. Weil, mit dem Verbrennungsschaden, ne? Weil gefühlt mache ich mit dem ein bisschen mehr Damage. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier. Das Poster sollen wir holen. Jetzt müssen wir 1,1 Kilometer nach da hinten. Ja, der holy moly. Okay. Es kann aber mal auch gut sein, das könnt ihr mir mal sagen, wenn ich das nicht schon gefragt habe, wegen der Waffe, die muss man ja irgendwo droppen können. Wegen den Fragmenten, ne? Könnt ihr mir mal sagen, was man da am besten farmt, damit man so eine Waffe bekommt. Oder ob das einfach nur Lootglück ist in den Silos. Ja. Oder man sie wirklich nur aus dem Ding kriegt. Aus der Wunschmaschine. Das wäre mal interessant zu wissen. Hier war doch mal was, ne? Ja. Das wäre mal interessant zu wissen. Spezialplastik. Ja, stimmt ja, das brauchen wir ja auch noch. Also dann fahren wir hier ein bisschen. Hier lang. Ich habe keine Ahnung, was das hier für Geräusche sind. Ich sag ja, nach dem Update ist das irgendwie anders da geworden hier. Weil da geht ja eher auf Explosionsschaden hier, das Ding. Und dann anzünden. Ekelhaft. Ja gut, die brauchen wir alle nicht mehr holen. Wiederum ist es natürlich geil, weil die halt so viel Schuss hat, ne? Aber dafür, das könnten wir eigentlich auch mal demnächst machen. Wir haben noch, ich sag ja, wir haben noch sehr viel zu tun. Das könnten wir eigentlich auch noch machen. Und zwar, den Ding zu suchen. Also praktisch das Magazin und so, ne? Also nicht nur das Magazin, sondern, das andere Gedöns. Sehr schön. Ausrüstungskiste. Okay. Wo wir wieder keine Ausrüstung kriegen. Der ist Feuer und Flamme, unser kleiner Drachi, ne? Ja, okay, er ladet. Das wollte ich jetzt auch mal wissen, wo, was er für Munition nachladet. Ob er die Munition nachladet, die wir haben, oder ob wir die extra wieder zurückkriegen. Aber so wie das aussieht, wird die extra, das, was wir haben, in der Tasche, nachgeladen. Das heißt, wir müssen nicht so oft nachladen. Wäre dann natürlich auch interessant zu verbauen in der AK. Oder allgemein in den Knarren. Müssen wir mal gucken. Da oben hat auch einer gebaut. Der ist immer noch da, okay. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, die Dinger zu bauen. Sag ja, so kriegen wir auch unsere Säure und alles zusammen. Wir sind gleich noch darüber. Oder man nimmt die AK halt mit unter Sturmgewehr. Ne? Weil so, also sie fühlt sich halt an, die, das Sturmgewehr als Flächendamager. Und dadurch, dass er die einzigste Waffe ist, die hier Feuerdamage macht, ist das ein bisschen bitter. Wenn ich nicht vergesse, muss ich mal daheim gucken, wie wir das anders regeln können.
Kommt da noch was? Ah, das ist da oben. So. Das war das. Das müssen wir, da müssen wir nicht mehr hin. Ach doch, wir müssen doch mal dahin. Guck mal, da ist eine Waffenkiste. Da wieder die ganze Mods, ist ja klar. Achso. Der mit seinem Gesicht. So, dann gehen wir nochmal auf den Parkplatz. Wir haben ja noch immer noch 17 Minuten, okay. So. Hä? Ach so. Bist du ekelhaft? Der Wickler. Okay. War hier oben nicht noch ein Boss irgendwie? Habe ich das Gefühl, ich habe hier irgendwas noch in Erinnerung. Wir gehen auch gleich mal darüber. Ich will was wissen. So. Okay, haben wir hier einen Kofferraum? Ne, haben wir leider nicht. Okay, hier ist dann nichts mehr. Okay, schade. Ich habe gedacht, hier ist auch noch was, ne? Und der Dude da vorne steht immer noch da. Der hatte hier, der eine hatte hier vorne gebaut, mitten in den Sumpf rein oder was auch immer. Ne, hier rein. Ne, seht ihr? Mal gucken. Ach ja. Ja. Da ist er geplatzt. Ja gut, er hat hier noch, ne? Seine ganze Bude ist in dem Zeug drin. Darüber gehen wir jetzt auch gleich. Gehen wir gleich rüber. Da ist sogar ein Auto drin. Achso, da hat es da eingeparkt, okay. Warum auch immer? Weil ich möchte ja jetzt nicht meine ganze Bude in dem Sternstaub drin haben. Verderbt das Krokodil. Komm, Papa braucht neue Schuhe. Danke. Weil ihr dann praktisch immer wieder Zeug braucht, um euch zu heilen, ne? Das ist irgendwie nicht geil. Finde ich. So ein bisschen drin, okay, aber nicht eine komplette Base. Das sieht eher aus wie zwei Spieler. Leck, 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 leck. Das sieht eher aus wie zwei Spieler oder sogar drei. Immer wieder zurück. Das ist halt alles nicht so geil, finde ich. So. So mit Ö. Wie viel haben wir noch? 13 Minuten? Ja, wir werden die Folge jetzt hier ein bisschen farmen und dann machen wir weiter. Ne? Und dann müssen wir mal echt gucken, wie wir das machen. Ja, ob ich vielleicht dann doch die AK mitnehme, statt das Dinggewehr. Weil mittlerweile benutze ich das nicht mehr so oft. Das Scharfschützengewehr.
Oh, Eiswürfel. Deswegen. Naja, haben wir schon wieder 250 Säure eingesammelt. Das ist doch okay. Das ist nicht viel halt, aber das ist halt okay. Reicht vollkommen. Na, guck mal, habe ich doch richtig gewusst. Das habe ich den Schlangen gehittet, ne? Ja, easy. Der konnte sich nicht mal richtig wehren, schon war er weg. Dankeschön. So, neue Aufgabe. Untersuche was? Untersuche die seltsame Priorität im Sprich mit ihm. Wo ist denn das? Das ist ja hier. Okay. Ach, das ist da hinten. Okay, machen wir das mal. Hallo sagen. Okay. So, und jetzt versuchen mit dem Bild zuzuzwinkern. Das und dann, wo haben wir es? Zwinkern? Winken? Respekt? Wow! Fliehen? Karneval, schüchtern, zittern, entspannen, flirten. Ja gut, das ist ja nicht das hier, ne? Versuche mal dem Bild zuzuwinken, nicht zu... Ja, Profi am Werk. Jetzt haben wir den Künstlerschlüssel bekommen. Öffne die Kiste des Künstlers. Ah. Was haben wir gekriegt? Die Würfel sind geil, auf jeden Fall. Wunderbar, cool. Die nächste fertig. So muss das. So muss das. Wo schreit's? Ah. Ja, also ich glaube, das LMG wäre schon ganz geil. Oder ist ganz geil, aber da müssen die Jungs und Mädels zusammen auf einen Haufen stehen. Und wenn sie dann explodieren, stecken sie sich gegenseitig ein. So Single-Target-Damage ist es nicht so der Fall. Ne, weil immer dieses Explodieren. Okay, da müssen wir mal die AK wieder mitnehmen. Die ist zwar nur lila und so, ne, aber dann ist es halt so. Aber die macht vielleicht auch genau den Damage, den wir brauchen. Müssen wir da mal ausprobieren. Okay. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Jetzt sind wir hier oben. Hier ist gar nichts. Toll. Naja. Nehmen wir den noch mit. Und dann gehen wir mal weiter questen. Wo? Nirgendwo. Haben wir da drin noch was? Lasst mal gucken. Jawohl, da drin ist noch was. Guck mal. Nehmen wir die Kiste noch mit. Ja. Nehmen wir so mit. Das passt. Okay.
Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde, glaube ich, mal zwischendurch mal nach Hause gehen, um einfach mal das Sturmgewehr mitzunehmen. Da müssen wir dann als nächstes wieder... Da, da ist doch noch eine Quest offen. Keine Ahnung. Einfach das Sturmgewehr mitzunehmen. So, jetzt hat... und da mal ein bisschen gucken. Das können wir nächste, in der nächsten Folge mal ein bisschen zusammenbauen. Schauen wir uns mal an. Nun gut, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss mit Ö.